Ich glaube, es ist mir erst in Deutschland aufgefallen, vor 7 Jahren, wie zwanghaft ich war. Mein Leben war eingeschränkt von meinen eigenen Zwängen und ich war schon lange Christ, okay? Aber so das Get Free, Stay Free und Sachen abgeben, tauschen, Kreuz, all diese Dinge, diese Strategien oder Praktiken oder wie man nennen will, kannte ich nicht. Ich kam nach Deutschland, ich habe sogar auf allen Vieren den Fußboden mit Haushaltsseife geputzt. Mein Gegenüber, mein Mann, komplett das Gegenteil. Also musst du dich irgendwo zwangsläufig verändern, weil sonst macht es dich kaputt und den anderen kaputt. Als ich von Israel heimkam, habe ich festgestellt, dass ich kaum mehr Handcreme und Labello brauche oder irgend sonst ein Lippenstift. Ich habe gemerkt, dass Leute in meinem Umfeld gebunden sind. Das habe ich nur feststellen können, weil ich Selbstbefreiung erlebt habe. Aber mit jemandem das Zimmer teilen war immer noch keine Option. Dieses Problem, sage ich mal, hat irgendwie vor 6 Jahren begonnen. Diese Hochempfindlichkeit wurde so massiv in meinem Leben, dass ich kein Zimmer mehr teilen konnte, auch mit meinem Mann nicht. Dazu kommt natürlich auch, dass er schnarcht, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt bekam ich am Freitagabend die Möglichkeit, mit einer Freundin nach Heidelberg in die Sommerbibelschule, in dem ich das Zimmer mit ihr teile. Sie ist ein sehr angenehmer Mensch, fast wie ein Zwilling. Sie denkt und fühlt eigentlich gleich und ähnlich, hat die gleichen Stärken und Schwächen oder Sachen, wo sie vielleicht, ich sage jetzt, dem Zwang aus meiner Sicht hat und Sachen, wo ich es habe und umgekehrt. Also ich kann dir Sachen nennen, die früher für mich ein Problem gewesen wären, wie dass jemand mir sagt, du, ich möchte, dass der Klodeckel unten ist, ich will ihn immer oben haben, weil es für mich anstrengend war, immer den Klodeckel zu heben. Oder sie legte den Koffer auf mein Bett, um auszupacken, das ist ein No-Go, also um kurz ihn hinzustellen. Oder die Maske, die gebrauchte Maske auf mein Bett. Was war noch? Das sind dann wieder andere Sachen. In der Taube habe ich dann, saß ich heute zuhinterst. Ich habe meiner Freundin gesagt zuerst, ja, ich will früher gehen, weil ich komme sonst in eine Sache rein da, nervös. Aber dann merkte ich, dass sie auch Hilfe braucht, ein bisschen Unterstützung beim Gehen. Und ich saß eigentlich zu hinterst, normalerweise ein No-Go. Ich muss zuvorderst sitzen oder in der zweiten Reihe aus konzentrationstechnischen Gründen. Wenn du meine anderen Videos geschaut hast, wo ich aus der Taube berichte, dann weißt du, dass ich jedes Mal in der Taube bin, auch irgendwo eine Rüge einfange, weil ich auf einem falschen Platz sitze, der reserviert ist, oder Fahne schwinge am falschen Ort. Diesmal war es die Cola-Büchse, die ich reinnahm. Ja. Und es hat mir nichts gemacht, als ich darauf hingewiesen wurde, dass ich mit der Cola-Büchse bitte draußen sein soll. Und es war die gleiche Person, die mich auch schon ansprach, als ich am falschen Ort saß und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe mich weiterentwickelt. Und jetzt kommt das Highlight. Von Piero Fei aus Beatenberg habe ich gehört, wie er mit einem Mann mal zu tun hatte, der pädophil war. Oh, also eine Geschichte eines Pädophilen. Als der eines Tages irgendwie pädophil wurde, seine Frau Christ, er hat unter dem gelitten, aber ich glaube sie mehr, weil er war, glaube ich, noch nicht Christ, ja. Und sie hat jeden Abend sein Kopfkissen gesegnet und gebetet über dem Kopfkissen und er wurde befreit und heute leiten sie einen Hauskreis, also wirklich. Und er kann anderen helfen, die aus dieser Szene kommen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Es ist es so, mein Mann hat ja Themen, nicht mit Pädophilie, okay, aber mit Pornografie, das darf ich sagen, weil wir sind da ganz offen, schon viele Jahre. Und jetzt habe ich durch diese Predigt von Piero, durch dieses Zeugnis, habe ich angefangen, seit ich das hörte, einfach das Kopfkissen zu segnen. Jetzt stellt euch vor, vorhin hat mein Mann mir gesagt, er sei heute im ICF gewesen, Predigtserie Pornografie, es haben Leute für ihn gebetet, er hat es genial erlebt, er hatte gute Gespräche. Preis dem Herrn, so ist unser Gott, so ist unser Gott. Also heute war ein Tag voller Highlights in der Hosanna-Gemeinde. Schau das vorherige Video, wenn du magst. Und nachher
in Heidelberg selber, wo wir gegessen haben, wo wir es lustig mit dem Kellner hatten, und jetzt in der Taube. Natürlich ist das Leben nicht immer nur ein Höhenflug, okay? Wir erleben auch Phasen, wo wir durch dunkle Täler gehen. Zum Beispiel habe ich heute etwas Wichtiges gehört von Thierry Kopp, und zwar: durch Wunden, wo ich durchgegangen bin, wo ich erlebt habe, gibt Gott mir dann auch Autorität genau in dieser Sache. Verstehst du, was ich meine? Dort, wo du selber geheilt wurdest, wo du durchgegangen bist, gibt Gott dir danach Autorität, um anderen Menschen zu dienen. Ich bin gespannt, was noch alles kommt, dass ich noch vergaß zu sagen, ich habe wunderbar geschlafen. Wunderbar, es war viel zu heiß, aber ich habe wunderbar geschlafen. Ich hatte so tiefes Vertrauen, dass es gelingt. Und ich habe jetzt auch Vertrauen, dass die ganze Woche gut gelingt, mit Schlafen, mit den ganzen Programmpunkten. Hey, Gott ist ein Gott der Wunder. Ein Gott der Wunder, weil noch vor ein paar Wochen mit der Israel-Reise, ich dachte, oh, habe ich die Kräfte? Dann das letzte Mal, als ich hier war, nach 2 Tagen flach, und da hatte ich ein Einzelzimmer. Jetzt habe ich ein Zimmer, teile ich, und ich schlafe. Halleluja. Ich möchte dir noch zusprechen: die Salbung zerbricht jedes Joch. In Jesu Namen. Amen.